Ihr Lieben, ich musste gerade noch ein paar Herzchen verschenken. So schöne Kommentare von euch. Vielen, vielen Dank. Auch unter den letzten Videos. Ich bekomme das ja immer alles angezeigt. Und ich bekomme auch angezeigt, wenn ihr aufeinander reagiert, wenn ihr euch gegenseitig antwortet. Und das finde ich so schön. Wirklich so, dass ihr so lieb miteinander seid. Das freut mich sehr. Wirklich, dass ihr aufeinander Acht gebt und dass ihr auch mal ein paar liebe Zeilen für jemanden da lasst, dem es gerade nicht so gut geht. Das ist echt. Ich mag euch. Das ist schön. Ja. Was ich nicht mag, zumindest was ich noch nicht so feiere, sind tatsächlich meine Shakes. Das ist ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Ich bin noch kein Fan davon. Und ich mache es aber trotzdem weiter, denn ich habe ja ein Ziel. Und genau das ist auch das Ding. Ihr habt mich gefragt, einmal, ob ich... Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Und zwar habt ihr, ich wurde in einem Kommentar gefragt, Jana, hast du denn mit deinem Psychologen, ich hatte ja ein Video dazu gemacht, wie es bei mir beim ersten Mal beim Psychodoc war, hast du denn mit deinem Psychologen ein Ziel vereinbart? Genau. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher klar macht, okay, wohin geht die Reise? An welchem Thema möchte ich arbeiten? Und dass man dann tiefer eintaucht, das ist völlig okay. Aber ich finde, das Ziel muss von Anfang an klar definiert sein, denn nur so kann man auch den Erfolg messen. Und genauso ist das jetzt bei meiner Shake-Action hier. Ich habe mit den Shakes nicht das Ziel abzunehmen. Da würde ich niemandem Shakes empfehlen und schon gar nicht jemandem, der Probleme mit dem Essen hat. Denn das ist, oder das ist Probleme mit dem Selbstwertgefühl oder Probleme mit der Psyche. Jeder, der psychischen Probleme hat, dem würde ich nicht ans Herz legen, über Essen irgendwie ein Körpergefühl zu regulieren. Da kriege ich schon Bauchschmerzen. Also da würde ich tatsächlich sagen, bitte, bitte die Finger von lassen und schauen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber bei mir ist mit diesen Shakes auch nicht das Ziel abzunehmen. Okay, es wäre schön, wenn jetzt die 4 Kilo, die noch aus der letzten Zeit zu viel drauf sind, wo ich einfach mal 7 Kilo zugenommen habe, weil ich weiter meine normalen 2000 bis 2300 Kalorien am Tag gegessen habe, aber mich nicht bewegt habe. Also davon sind noch 4 Kilo da und es wäre schön, wenn die wieder verschwinden. Also wenn das ein angenehmer Nebeneffekt von dem Ganzen ist, sage ich nicht nein. Also, ne? Ich werde mich jetzt einmal in der Woche wiegen und werde berichten. Aber das Ziel dieser Shakes ist bei mir ja, das Ziel, dass ich durch das Trinken dieser Shakes erreichen möchte, ja, so wird ein Schuh draus, ist ja, dass sich mein Magen verkleinert. Und das ist das große Ding. Mein Magen ist, ich habe 180 Kilo gewogen. Und das ist durch sehr, sehr, sehr viel Essen in sehr, sehr kurzer Zeit, teilweise 10.000 bis 15.000 Kalorien in 15 Minuten. Das heißt, da ist der Bauch also wirklich, also ich sah wirklich schwanger aus in den Momenten. Das ist schon eine enorme Belastung und der Magen ist unfassbar gedehnt. Und das ist das Ziel, dass durch diese lange, konsequente Zeit, 3 Monate vermutlich, der Magen schrumpft und dass ich dadurch wieder dieses Bauchgefühl von Hunger und Satt lerne, das ich so sehr vermisse und mir so sehr wünsche. Ich möchte auf mein Körpergefühl hören können. Und er hat auch gesagt, Mensch, dass ihr es toll findet, dass ich gegen Operationen bin. Ich bin nicht gegen Operationen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt und man es unbedingt für seinen Seelenfrieden braucht, zum Beispiel, wenn jemand keine Brüste hat und da total drunter leidet oder wenn jemand riesengroße Brüste hat und sagt, ich habe so Schmerzen, es geht nicht, ich halte es nicht aus. Oder seelische. Es gibt Sachen, die kann man nur durch eine Operation irgendwie bereinigen, begradigen, wenn man es für seinen Seelenfrieden braucht. Zum Beispiel, mein Körper, dieses Geknatsche, es nervt euch auch, ne? Hier, da ist ja ganz, 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 ganz viel Haut. Ihr seht das, wenn ich das so, das ist einfach tief gerissen. Und hier unten, ich kann mich jetzt nicht auf die Zehen spitzen, aber da hängt es halt total. Und im Sommer, wenn es da drunter schwitzt und wenn ich laufe, kann es gut sein, dass das wund wird und dass das dann eine Entzündungsquelle ist. Wenn mir die Ärzte irgendwann sagen, boah, Frau Krämer, das ist gefährlich. Das geht nicht mehr durch Sport weg. Also da gibt es einfach keine Chance. Dann würde ich, wenn mein
eine Gesundheit davon so sehr beeinträchtigt ist, dann würde ich mir das überlegen. Oder meine Brüste, die sind einfach komplett leer. Wenn ich die BH ausziehe, dann hängen die bis zum Bauchnabel. Das ist einfach so. Das ist nicht schön und es gibt mir kein gutes Gefühl. Aber es gibt mir noch nicht so ein schlechtes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, keine Wahl mehr zu haben. Und deswegen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Operationen. Aber wenn ich dann noch eine andere Chance habe, meinem Körper das was Gutes zu tun und der Seele was Gutes zu tun, dann nutze ich die zuerst. Und deswegen sehe ich das jetzt auch, das ist für meinen Kopf ganz, ganz wichtig, dass das jetzt keine Diät oder Nahrungsumstellung oder sonst was ist. Klar, wenn jetzt ein Experte drauf guckt, sagt er ja ganz klar, das ist es, Frau Krämer. Hat er auch recht, aber für meinen Kopf ist es ganz wichtig, mir zu sagen, Jana, das ist keine Diät, das ist keine Nahrungsumstellung. Du machst gerade nichts, was dich irgendwie aktiv zurück in die Essstörung wirft, sondern es ist ein Versuch, die Operation zu umgehen. Und das ist mir für meinen Kopf und für mein Wohlbefinden ganz, ganz wichtig. Und deswegen ziehe ich das durch. Und deswegen, also heute am ersten Tag habe ich noch gut reden, also heute ziehe ich es durch. Und ja, eine Frage, die ihr mir auch immer wieder gestellt habt: Jana, bitte verlink doch mal, was das für Drinks sind. Nein. Ich habe den ersten Tag und ich werde nicht jetzt etwas, was ich mal ganz kurz getestet habe, irgendwie anpreisen. Auf gar keinen Fall. Ich werde das jetzt 3 Monate durchziehen und dann vielleicht, wenn ich es wirklich in letzter Konsequenz empfehlen kann und es jemand wissen will, dann kann es sein, dass ich das sage, dass es das und das ist. Aber im Moment habe ich nicht das Bedürfnis, irgendwie da etwas mitzuteilen, weil ich nicht glaube, dass es gut ist, da irgendwelche ja, Marken zu nennen. Ich glaube einfach, das wäre falsch. Und das würde sich für mich, da hätte ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Also da wird mein Bauchgefühl, wenn es bei Hunger und Satt nicht anschlägt, da würde es anschlagen und sagen, Crema, boah, nee. Und deswegen bitte seid so lieb und akzeptiert das auch. Und ich würde tatsächlich, wenn ihr da Interesse habt und wenn ihr sagt, hey, ich will auch eine Magen-OP vermeiden, sprecht mit eurem Arzt. Der kennt euch, der kennt eure Werte, der kennt euren Körper und der empfiehlt euch dann das richtige, für euch richtige Produkt. Sind ja auch immer Unterschiede, ne? Es ist ja auch für jeden gibt es ja was anderes, was richtig ist und was da hilft. Und deswegen fragt bitte die Experten, sprecht mit eurem Arzt und der wird euch dann sagen, hey, hier, das und das kann ich empfehlen, da haben meine Patienten gute Erfahrungen mitgemacht. Genau. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig und das ist schon irgendwie ein krasser Tag heute. Und natürlich, ich habe auch ein bisschen Schiss. Ich habe Schiss, wieder zurück in die Essstörung zu rutschen. Aber ich hoffe, dass ich inzwischen so selbstreflektiert bin, dass ich die ja, Warnzeichen erkenne und dass ich dann sage, okay, stopp, das ist nicht meine Lösung. Denn auf keinen Fall möchte ich wieder eine Angst vor Essen entwickeln, wie ich sie so lange hatte. So lange habe ich gedacht, oh Gott. Wenn du jetzt ein Brot isst, dann bist du der Versager. Wenn du jetzt, ja, ich habe ja 1000 Lebensmittel auf meiner Liste gehabt, der verbotenen Lebensmittel, besonders Kohlenhydrate. Ich sage, no, 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 no. Und inzwischen weiß ich, dass Kohlenhydrate wichtig sind, dass das unsere Freunde sind und dass die nach 18 Uhr nicht mehr Kalorien haben als vor 18 Uhr. Und deswegen, das ist ganz, ganz wichtig für mich, für meinen Kopf, dass ich da auf mich aufpasse und so sehr ich die OP vermeiden will, nicht auf die Kosten meiner psychischen Gesundheit. Trotzdem habe ich aktuell noch die Hoffnung, dass das klappt. Und heute ist auch noch so diese gute Grundstimmung. Was ein bisschen schade ist, dass ich jetzt mit meiner Mama gleich Abendbrot essen werde und dass meine Schale sehr viel langweiliger aussieht als ihr geiler Teller. Und das ist okay. Aber schade. Naja, es erfordert Disziplin und ich tue es für mich und ich tue es für mein Bauchgefühl und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wie ist das denn bei euch? Also empfindet ihr Hunger und satt? Könnt ihr das spüren? Habt ihr dieses Bauchgefühl, dass euch euer Körper sagt, hey, eigentlich ist jetzt gut? Weil irgendwie, ich kenne nur mich, die das nicht kennt. Bin ich da ein Phänomen, dass ich meinem Magen so viel zugemutet habe? Oder habt ihr das auch schon mal gehört, dass jemand sagt, hey, ich kenne auch keinen Hunger und satt?
Das würde mich mal interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie da eure Gedanken und Gefühle sind, wie euer Bauchgefühl ist, ob ihr eins habt oder ob ihr auch, ja, oder ob ihr sehr, sehr genau hinhören müsst. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, wenn ich unterwegs bin und in stressigen Situationen einfach keine Zeit habe, dann spüre ich es nicht. Aber wenn ich mir zu Hause wirklich Zeit gönne und wenn ich dann einfach esse, sagt mir mein Magen schon irgendwann, hey, es ist jetzt okay. Also da bin ich mal neugierig. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir das schreibt in den Kommentaren. So, und jetzt gehe ich rüber. Abendbrot essen. Ist fast soweit. Hier könnt ihr mich abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Und vielen Dank für eure Kommentare. Da freue ich mich wirklich immer sehr. Das ist immer ganz schön. Da habe ich was zu lesen und zu gucken und lerne euch auch ein bisschen kennen. Tschüss!